Wir stehen hier mit Raul Lembaranski und ja, verdient der Sieg heute. War, glaube ich, nicht so, wie du das gedacht hast heute. War ein hartes Stück Arbeit, ein ungewohnter Gegner, ein ungewohnter Kampfstil. Du hast selber auch nochmal im Ring gesagt, das war jetzt was, was du, sagen wir mal, nicht trainiert hast. Ne? Wie hast du es erlebt? Naja, ich habe den Kampf noch nicht angeguckt, noch nicht analysiert, aber wie ich den Kampf realisiert habe, war er sehr unorthodox und ich wusste, was zu tun ist. Mein Gameplan war, Distanz zu kontrollieren, im Stand zu bleiben, ruhig zu bleiben, nicht emotional zu werden. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht und somit den Kampf für mich entschieden heute. Ja, du bist ruhig geblieben, hast ihn auch gut abgekontert. Zwei, drei Mal ist er mit unkontrollierten Schwingern reingekommen, hast ihn gut auf den Boden gesetzt, bist nicht hinterher. Ja, warst, glaube ich, ein bisschen genervt auch von dieser Taktik, die er da angewendet hat. Ich glaube, das Publikum war auch genervt. Aber letztendlich ist es eine legitime Taktik im Sport, ja. Auch gefährlich war er. Ich glaube, du bist da auch mal in den Heelhook reingeraten. Wie eng war es? Naja, ich habe kurz geträumt am Anfang und bin in den Heelhook reingeraten, wie du es gesagt hast. Für mich war ganz klar, scheißegal, ich werde nicht tappen. Auch wenn es manchmal dumm ist, aber in meinem Kopf war, es kann nicht sein, dass der Kampf jetzt vorbei ist durch einen kleinen Fehler. Naja, wenn man es gesehen hat, bin ich auch rausgekommen und dann konnte ich den Kampf für mich entscheiden. Die Fighting Crew hat während des Kampfes zum Schluss dann auch gesagt, das war gut für dich, dass du so früh in deiner Karriere mal so einen Gegner gekriegt hast auch. War das heute wirklich der Test, den du auch gebraucht hast für die kommenden Kämpfe in Zukunft? Das, was er gemacht hat, kann er wirklich gut, dieses vom Rücken aus grappeln. Und das war eine gute Lernphase für mich, Lerntest. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung durch diesen Kampf nur gesammelt. Auch wenn es von außen nicht so aussah, dass er viel machen kann, aber er hat mir sehr viel geholfen, glaube ich, für die Zukunft. Okay, er war verletzt an der Hand. Ich habe jetzt nicht verfolgen können, es war mir jetzt nicht klar, hat die Ecke ihn rausgenommen oder hat er gesagt, er kann nicht mehr oder was war jetzt dann letztendlich der Grund? Wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht mitbekommen, weshalb er rausgenommen hat. Mhm. Ich meine, er hat auch gesagt, er hat keine Luft mehr und keine Ausdauer mehr und seine Hand ist verletzt, aber wir sind Kämpfer, ich zum Beispiel kämpfe bis zur letzten Sekunde, egal was ich habe, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat einen anderen Charakter und ich bin hier bis zum Tod. Okay, mit Hand, ohne Hand, keine Hand, egal, ja. Alles klar. Ja, wir haben noch eine Herausforderung gehört. Autoverkäufer, sag mir, wie real ist es? Kommt der Stand zu Kampfe? Wird da im Hintergrund schon ein bisschen gearbeitet? Was ist dran? Naja, er ist MMA-Kämpfer, beziehungsweise er nennt sich MMA-Kämpfer. Dann erwarte ich auch, dass er Kämpfe gegen gute Leute annimmt. Denn ich möchte auch wachsen und er will anscheinend wachsen. Und ich bin 3-0, er ist 5-2. Es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn er sagen würde, der Kampf macht für ihn keinen Sinn. Deswegen hoffe ich, dass er nächstes Jahr, wenn er sich erholt hat von der Glory-Niederlage und von davor der Niederlage, ja, sich zusammenreißt und gegen mich kämpft. Das wäre natürlich, sage ich mal, ein Fight auch für die Fans. Das wäre was für die, sagen wir mal, für ein Main-Event auch irgendwo. Wo würdest du das ansiedeln in Zukunft bei einer Promotion bei NFC im Main-Event? Nee, natürlich bei NFC. Ich bin unter Vertrag mit NFC. Ich bin sehr zufrieden mit NFC. NFC bietet eine sehr professionelle Veranstaltung für die Kämpfer. Alles ist sehr professionell. Man wird hier sehr herzlich empfangen. Und ja, NFC ist mein Hometown. Okay. Eine Frage noch. Und zwar, mich würde noch das Training interessieren. Du hast gesagt, du hast sehr hart gearbeitet für diesen Fight. Wie können wir uns das vorstellen? Zum Beispiel Nick Schander, der hat natürlich, sagen wir jetzt mal, nicht das Pensum wahrscheinlich wie du, weil er noch nebenbei arbeitet. Was hast du anders gemacht für diesen Fight? Wie hast du dich gesteigert im Training? Ja, wie du sagst, Nick ist ein sehr, sehr guter Junge. Er kommt immer regelmäßig zu uns ins Training, aber er arbeitet noch nebenbei Vollzeit. Und das ist bei mir der andere Fall. Ich bin Vollzeit-Profi. Ich trainiere jeden Tag zweimal Minimum, also wenn ich in der Vorbereitung bin. Und wenn du wissen willst, wie unser Training aussieht, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Da kommen auch die Tränen ab und zu, wenn man mit Coach auch alle trainiert. Ich glaube, ihr habt natürlich die richtigen Monster bei euch im Spirit. Aber man sieht es auch, ja. Die Entwicklung ist da und ja, ich freue mich auf mehr. Sag mir, wann werden wir den Fight gegen Uncha vielleicht sehen? Auf welcher Card? Vielleicht sogar auf der Card von Max Koga? Ja, das muss mein Manager abklären, wann das nächste Event ist, im nächsten Jahr. Und dann hoffentlich kommt alles zustande und wir sehen uns das nächste Mal mit ihm im Cage. Auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall wieder im Cage. Und ja, dir vielen Dank. Einen Glückwunsch zu deinem Sieg und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, euch auch. Vielen Dank.